Wallamagulis, meine Wölfe, willkommen zurück zu Someday You Return. Irgendwie passt der Titel, finde ich. Ich meine, es ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was ihr tut. Eines Tages seid ihr zurückgekehrt. Naja, genug davon. In der heutigen Folge schauen wir uns mal dieses liebliche Bootcamp für fette Kinder an. Oder dieses Umerziehungslager für Jugendliche. Es sieht einladend aus. Dass es ob Spaß macht und es wirkt auch durchaus familienfreundlich. Ihr seht und ihr hört ja auch die lachenden Kinder. Well, der Wachturm da oben auf dem Berg, der macht es natürlich einladender. Oder der da, whatever. Wir schauen uns das Camp mal an, jetzt gibt's das Intro und dann geht's los. So, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von diesem Bootcamp hier halten soll, aber meiden wir doch einfach mal das Zeug da hinten, diese Staubzeug. Weil wenn aus nichts auf einmal Staub entsteht, ist das ein bisschen creepy. Also lassen wir das. Haben hier Kinder drin geschlafen? Okay. Ist das Staubzeug näher gekommen? Ich weiß es nicht. Wir sind ja auf jeden Fall noch auf der Suche nach unserer Kleinen hier, ne? Aha. Mhm. Kodiert. Ich könnte jetzt mal ganz kurz gucken, welche Kodierung das ist, aber das kostet mich jetzt zu viel Zeit. Und euch dürfte es nicht interessieren. Ich schlage vor, wir gucken erstmal im Hauptgebäude. Oh, dieses staubaufwirbelnde Etwas! Das stört mich. Aha. Noch eine schöne Nachricht. Bin mir auch ganz sicher, dass da was ganz Wichtiges steht. Dumm, dass wir es nicht lesen können. Aber das wird sich bestimmt im Laufe des Spiels noch herausstellen. Hm. Ist das ein Kindercamp mit Stacheldraht? Are you there? What's that sound? It came from upstairs. I need to get inside. And fast. I need to find a key. There always was a spare one around. Gut. Und wo? Ich meine, es wäre schön gewesen, einfach mal so ein paar kleinere Hinweise zu kriegen. Okay, don't forget to turn... Ah, okay. Main fuse on the power column. Zup. Ja, mehr haben wir ja auch nicht. Können wir da irgendwas... Können wir das vielleicht hochdrücken? Können wir das hier mit? Okay, mehr können wir auch nicht machen, oder? Anbohren? Zerhämmern? Hm. Also ich dachte, wir könnten hier vielleicht ein bisschen mehr mitmachen, aber offenkundig nicht. Naja, gut, mir soll's recht sein. Gut, also, was hat er jetzt gesagt? Ich hab nicht hingehört. To do, search the camp. There should be a spare key somewhere in the camp. Ah, natürlich. Somewhere in the camp. Und woher weiß er das? Locked. There has to be a key somewhere in the camp. Ha. Man, vielleicht war er ja auch hier. Müll liegen lassen? Das gibt's doch wohl nicht. Wollen wir uns doch mal dieses Staubmonster angucken, diesen kleinen tasmanischen Teufel, gucken, was passiert. Okay, das ist creepy. Hello, sweetie. Mommy and Daddy are so happy that you're feeling better. We were sick that you had to leave your beautiful camp. How goes the music composition with your little Mozart dress? Okay. Wenn sie mit dem... Hört mal! Holy fuck, habt ihr das gehört? Spricht dieses Ding da mit mir? Vielleicht tut es das?
Vielleicht will ich das aber auch nicht, dass es das tut. David V. Wach. Steht hier irgendwas mit einem Key? Oscar, das dumme Stück Scheiße. Beleidigt und so weiter und so fort. Cool, Inquisitors. Okay. So wirklich Infos haben wir da jetzt aber nicht gefunden. Wo würdet ihr einen Ersatzschlüssel hintun, wenn ihr ein Mensch wärt, der Ersatzschlüssel irgendwo hintut? Ah, ich habe keinen Bock, durch diese ganzen Dinger hier zu gehen. Ich ahne nämlich Schlimmes. Ja, irgendwas muss doch dann passieren. Also wieso schlafen die eigentlich in Gewächshäusern? Ich meine ja nur. Was ist das für ein Kindercamp gewesen? Vielleicht hatte ich ja recht, das ist hier wirklich ein Umerziehungslager. Dear Mom, this year is not any fun here. Das reicht doch, oder? Danny is always away getting up his big camp game and we're stuck here with the boys. We're always doing crazy stuff. Some of them had this great idea about playing Camp Inquisitors and they beat other kids. Well, unless they came after me, they can do what they want. Boys are always so stupid. Much worse is that Hetla was supposed to finally leave camp along with her stupid harmonica. It's still here. Her rotten skin is suddenly getting better. This was not a miracle anyone wished for. Love, Gabi! Well, thanks, Mom. Love you. Was ist das? Okay. Ist das die Spermakquisition oder was ist da gewesen? Holy fuck, was ist das für ein Camp? Niemand schickt doch seine Kinder in so ein Camp. What the heck? Okay, es könnte jetzt natürlich auch sein. Okay, kann das nicht, nein. Eine freaking Peitsche? Und, oh shit. Wir sind in einem Sexcamp. Götter. Verfluchter Mist. Ach, guck mal da. Ich würde einen Spare Key in sowas da legen. Definitiv. Das sieht nämlich aus wie für Erwachsene. Und wir wollen nicht erwachsen sein, aber wir müssen. Ja, locked. Damn it. Haben wir keinen Schlüsselsensor in unserem Kopf? Ach, guck mal. Was auch immer das ist. Ein überdimensioniertes Wachssiegel vielleicht? Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Well, shit. There is a shitload of bullshit here. Interessant ist auch, dass wir immer nur die Hände waschen können. Und wieso haben wir schon wieder Blut an den Händen? Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Ich habe keine Ahnung, was ich tue, falls ihr euch das fragt. Ich laufe einfach sinnbefreit rum und versuche herauszufinden, wo wir hin müssen. Da hinten geht's zur grünen Route. Krebse? Nee, Hummer. Sorry. Hummer? Ist das ein Spiel der Kids oder was? Ey, wieso habe ich oben links ein Flaschensymbol? Heißt das, sie soll irgendwas herstellen? Guck mal hier. Ein Rad. Finden wir vielleicht noch Leichen? Leichen der Kids irgendwo? Das wäre creepy as hell. Welche atemberaubend schöne, sichere Brücke. Wir sind scheiße weit weg vom Camp. Bin mir relativ sicher, dass wir hier komplett falsch sind. Aber wir sind jetzt, wo wir sind. Damit müssen wir jetzt erstmal kurz leben. Und ich hoffe, ich finde überhaupt nochmal zurück. Okay, hier bezweifle ich, dass hier irgendwo Schlüssel liegen. Oh. What the fuck? Kommen wir hier irgendwie rüber? Also ich will ja nichts sagen, aber... Das ist cool. Power Generator, alles da. Guck mal, wenn hier noch eh zu ist, dann können wir noch mal ganz kurz hier gucken, ob da wieder irgendwelche Waldarbeitsarschlöcher Müll liegen lassen haben. Nein. Das ist schön. Well, dann... guess way back.
Frage war nur, wo ist der Weg zurück? Okay, irgendwo hierher war das, glaube ich. Und jetzt lasst uns mal ganz kurz herausfinden, warum dieses Spiel als Horrorspiel deklariert ist. So wie ich das sehe, oh, wir haben keine Beine, deswegen vielleicht. Also wie ich das sehe, ist das bis dato vergleichsweise, vielleicht darf ich das jetzt auch nicht sagen, aber ich riskiere es mal, relativ harmlos, Fragezeichen. Wie findet ihr das Spiel? Jetzt, wo wir gerade mal Zeit haben und nichts tun, außer rumrennen, sinnbefreit, könnt ihr mir ja mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet. Oder was ihr denkt, was da noch kommt, oder. Oha. Wieder eine Zeichnung. Daneben beim Brick. Also müssen wir mal dieses Hobby-Grab hier finden. Ah, hier. Und jetzt dran vorbei. Und da ist ein Brick-Fragezeichen. Oder sowas. Hierher? Looks good. Ach, verdammt. Ich dachte, wir können was aufnehmen. In Zeiten von Corona ist häufiges Händewaschen nun mal sehr, sehr wichtig. Auch in diesem Spiel hier. Ach, hier. Können wir sie einfach aufmachen? Ja, können wir. Na gut. G hat gepostet. Er hat gepostet. Er hat etwas aufgeschrieben. Vielleicht sollte ich aufhören, in sozialen Medien zu denken. Hey Don, some asshole stole my book. You know the one, Witchhammer's book? I was bragging about all last month. I bet it was one of those shitty little camp brats. Totally sucks. Of course I won't find out who's the Inquisition finally accused that girl or not. You know what? I have an idea. Let's teach them a lesson. With all the legends about ghosts and devils in these woods, we can give them a real show. Did I sense them screaming? What do you think? G. Es ist ein nettes Kerlchen gewesen. Yes. Können wir nichts hier nehmen? Also, ich meine gar nichts? Den. Well, offenkundig nicht. Können wir es irgendwie zerlegen oder so? Hier vielleicht? Oder können wir es zerklopfen? Zerschrauben? Zermessern? Es war übrigens... Ach, egal. Ich unterhalte mich jetzt da nicht drüber, über Werkzeuggrundlagen. Na gut, also, das war's. Ein blödes Buch, das uns einfach nur sagt, dass sie den Leuten Angst machen wollen. Wow, great. Was ist dieser Bullshit hier überhaupt? Und verdammt nochmal, wo ist dieser dumme Schlüssel? Und wie komme ich zurück zum Camp? Da ist dieser hohe Berg, das heißt, da ist auch das Camp. Mann. Das ist ein Bullshit hier. Gibt es keine einfacheren Wegbeschreibungen? Oder ein Schlüssel-Sense, der uns sagt, wo Major Key Elements sind in diesem Spiel? Oh, hier ist was. Ja? Das war jetzt, also, vergleichsweise ein geringfügiges Geisterdings. Vielleicht müssen wir hier nochmal genauer gucken. Siehst du, das haben wir nämlich eben zum Beispiel übersehen. Sag mal, wo lagert der den Müll eigentlich die ganze Zeit? Die Frage ist, will ich das wissen? Guck mal, eben kamen wir in das große Gebäude doch nicht rein. Vielleicht können wir da jetzt rein. Tja, diese Gewächshaus-Camps hier. Ob das so cool ist für Kinder? Ich weiß ja nicht. Guck mal, da hinten waren wir als einziges noch nicht. Als einziges? Dann hatten die hier ein... Na, ich will es gar nicht wissen, was die hier gemacht haben. Aber dieses Camp wirkt komisch. In welchem Sommercamp konntest du einfach Inquisition spielen und Menschen foltern? Okay. Start here. Inquisitors Initiation Path. Mhm. Bis zum Holy Rock. Start here. Stay away from this place. Ja, ich glaube. Ja. We will totally kick your ass.
No entry. Okay. Hier rum, dann am Fallen Tree vorbei. Wooden Tunnel of Courage. Und dann sind wir beim Holy Rock. Können wir die Karte mitnehmen? Haben wir. Super. Schön. Das heißt, wir gehen in irgendeiner der nächsten Folgen mal diesen Pfad. Denn wir wollen ja wissen, wie cool die Inquisition... Holy hell. Wir wollen ja auch Teil dieser coolen Inquisition werden. Mhm. Totally worth it, man. Was haben wir denn hier? Hier ist aber jetzt der Schlüssel drin. Da ist nämlich Totally Rock. Nee? Ja? Alter, das ist immer noch so schockierend hässlich, dieses Camp. Und anscheinend interessiert sich hier auch niemand mehr dafür. Guck mal, wie gut das Buch erhalten ist. Ich hab irgendwas mit einem Key. Steht hier irgendwas mit einem Key? Mhm. Ich habe mal eine Frage. Ist das immer noch ein Camp für Kinder oder habe ich hier irgendetwas verpasst? Weil so wie ich das hier die ganze Zeit rauslese, wurden den Kindern erlaubt, dass sie hier irgendeine pseudo-heilige Inquisition aufbauen, andere Kids foltern. Zwei. Well, okay. Zudem noch irgendwelchen Leuten anscheinend einen Inquisitionspfad aufdrängen können. Götter, was ist das für ein Camp? Also ich kenne ja Camps hier, aber kein einziges davon ähnelte einem Inquisitions-KZ. Verfluchter Shit. Nein, das soll uns auch jetzt nicht mehr interessieren. Also ich sehe da gar nichts drin, was das Stimmen verursachen könnte. Seht ihr irgendwas? Tja, let's find out, I guess. Keep off the back door. Ich würde sagen, wir haben den Eingang gefunden. Keep off the back door, also... Warte mal, können wir... Schraubenzieher? Totally kicked ass. What do we have in here? Okay, 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 okay. Jetzt sehen wir, wer alles irgendwo war. Okay. Wer ist denn mit G? Wer fängt denn mit G an? Keiner hier irgendwie, oder? Oder übersehe ich das gerade einfach nur? Haben wir hier noch was? Aha. Scare with scissors. Aha. Mhm. Inquisitor's Master Key. Code cracked. Bye. Ach, whatever. So. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal, oder? Man soll sein Glück ja nicht übertreiben. Oh, hell. Oh, hell no. Damn. Nothing. I better check the wiring. Also doch nochmal Mass Hall Main Switch. Hat er irgendwas von Backdoor gesagt? Also hätte doch eigentlich. Es ist doch keine Backdoor, wenn es unten ist. Na gut, na gut, na gut. Ich will euch aber auch eigentlich nicht mehr länger aufhalten. Ja, locked. Also. Locked. Wer es schön will, so in der nächsten Folge wiedersehen. Oben links blende ich dir jetzt nochmal was richtig fancy-mäßig, chillig, vanilliges ein. Unten links siehst du dann eine Playlist von diesem Spielchen hier. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und I really hope that someday you return. Jetzt machen wir noch eine Sache und dann bin ich weg. Okay, wir gucken jetzt noch ein einziges Mal. Hier war ein Stromkasten.
Den gucke ich mir jetzt noch einmal an. And that's it. Nothing else. Just that's it. Nö. Nee. Da passiert gar nichts. The main fuse. Ja, ich weiß aber nicht, wo die ist. Aber die könnten wir theoretisch finden, indem wir vielleicht einfach mal den Stromkabeln folgen. Und ich glaube, ich sehe da unten auch am Stromkabel selber was. Nun gut. Nächste Folge gehen wir mal hier rein. Folgende Stromleitungen und so weiter und so fort. Bis dahin, Valadoiris, euer Wolf.